So, ich mach's ganz kurz. Wirtschaftsjournalisten sind ja immer super effizient oder sollten es besser sein. Also was mich mal interessieren würde, woher dieses Zitat mit dem super geil, super cool kommt. Naja, manchmal muss man Zitate double checken, Herr Kahn, aber gut. An dieser Stelle, vielleicht noch mal ganz kurz, ist ja schön, dass Sie so lobend über mich geredet haben. Aber dieses Lob gebührt natürlich der Redaktion, weil wir sind eine ganz kleine Truppe, ungefähr 20 schreibende Kollegen. Und wenn Sie heute als Monatsmagazin überhaupt noch irgendwas reißen wollen an exklusiven News oder an hintergründigen Sachen, dann geht es nur, wenn man wirklich so zusammenarbeitet, dass einer die Information ranholt und die anderen mithelfen, sie hart zu recherchieren. Und ich glaube, das ist alles entscheidende Kriterium für uns, zumindest im Wirtschaftsjournalismus, die Relevanz ist. Und von der Relevanz leitet sich dann wieder ganz viel ab als Wettbewerbsfaktoren. Und relevante Geschichten im Monatsrhythmus und ehrlich gesagt auch auf so einer Website kriegen Sie nur hin, wenn Sie Leute haben, die völlig dievenfrei miteinander arbeiten. Und das funktioniert in dieser Redaktion. Das hat schon früher bei der FDD ganz gut funktioniert, aber das funktioniert beim Manager-Magazin fast noch ein bisschen besser. Das heißt, wir sind also weitgehend Prinzen und Prinzessinnen frei. Und ich versuche, dass das auch so bleibt. Vielen Dank an die Jury für diesen schönen Preis.